10 Minuten für ein leckeres Abendessen? Das klingt nicht nur schnell, sondern ist auch wirklich schnell gemacht. Heute mit einer anderen Art der Pizza. Moin moin Leute, Kevo hier. Heute gibt es eine 10 Minuten Pizza mit Hackfleisch. Sie ähnelt eher einer türkischen Pizza, ist aber trotzdem etwas ganz anderes. Das Gute ist, wir brauchen keinen aufwendigen Teig backen, sondern nehmen einfach leckere Tortilla Wraps als Basis. Wir schauen uns jetzt einmal an, was wir alles an Zutaten brauchen. Wie gesagt, unsere Grundlage bilden Tortilla Wraps. 5 Stück an der Zahl. Als Füllung brauchen wir 400 Gramm gemischtes Gehacktes. Das wir später mit 2 Knoblauchzehen und einer Zwiebel ordentlich würzen werden. Als Soße habe ich hier einen schönen Joghurt, den wir später noch mit Gewürzen abschmecken. Als Belag nehmt ihr einfach das, worauf ihr Bock habt. Bei mir ist das Eisbergsalat, Gurken, Pfefferon, Tomaten, Hirtenkäse. Und das war's auch schon. Also los geht's. Wir holen uns einen Topf und erhitzen darin ein bisschen Öl. Mit einem Kochlöffel können wir jetzt testen, ob das Öl schon heiß genug ist. Ist das der Fall, dann geben wir unseren Knoblauch und unsere Zwiebeln in den Topf und braten diese richtig schön goldgelb an, sodass schöne Röstaromen entstehen und der Topfboden leicht dunkel wird. Denn dadurch bekommen wir es ordentlich Geschmack in das Hackfleisch hinein. Wer will, kann jetzt noch ein bisschen Tomatenmark mit dazugeben. Aber das ist kein Muss. Ist das jetzt alles schön goldgelb, dann kommt das Hackfleisch mit dazu. Ich verteile es immer gerne und mache es richtig schön klein. Das Hackfleisch wird jetzt schön krümelig gebraten. Nach ca. 3-4 Minuten sollte es jetzt ungefähr so aussehen. Also fertig zum Weiterverarbeiten. Wir schnappen uns also einen Tortilla Wrap und legen diesen auf ein Backblech. Im zweiten Schritt verteilen wir jetzt einfach das Hackfleisch über den ganzen Wrap. Belegt den Wrap aber nicht ganz so voll, da später ja noch ordentlich Gemüse drüber kommt. Bei mir haben gerade so mit etwas Schieben 2 Wraps auf ein Backblech gepasst. Schaut einfach, dass es halbwegs passt. Auch wenn etwas über das Blech schaut, ist das absolut kein Problem. Haben jetzt alle Wraps belegt, dann sieht das beispielsweise so aus. Und jetzt kommen diese bei 180 Grad Umluft ca. 5 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Währenddessen eignet sich die Zeit sehr gut, um einerseits das Gemüse zu schneiden und andererseits unsere Joghurtsoße zu würzen. Bei mir kommt zuerst Salz und danach Pfeffer in den Joghurt. Wer noch Zitronen zu Hause hat, kann hier auch ein bisschen Zitronensaft mit dazugeben. Das verrühren wir jetzt einfach. Und fertig ist unsere geile Joghurtsoße. Sind die 5 Minuten um? Dann holen wir die Wraps aus dem Backofen und können beginnen, diese schön zu belegen. Wie gesagt, belegt die Wraps einfach nach Lust und Laune. In meinem Beispiel kommt auf dem Wrap erst einmal die Joghurtsoße drüber. Einfach locker aus dem Handgelenk. Ich mag es gerne mit viel Soße. Danach kommt der Salat drüber. Den habe ich einfach in Streifen geschnitten, damit er sich besser verteilen und essen lässt. Im nächsten Schritt geben wir dann noch Gurken mit über den Wrap. Und für die schöne Farbe kommen bei mir jetzt auch noch Tomaten mit dazu. Ich habe Cocktailtomaten genommen und diese einfach in der Mitte gedrittelt. Auch darf für mich als Käseliebhaber der Hirtenkäse nicht mehr fehlen. Wer Lust hat, kann natürlich auch anderen Käse nehmen oder diesen vorher schon über den Wrap geben und im Ofen einfach mitbacken. Als absolutes Highlight kommen bei mir auch noch 2 Pfefferonen als Topping obendrauf. Diese waren bei mir richtig schön scharf und bringen nochmal ordentlich Würze mit. Ich würde sagen, das war's jetzt auch schon. Wie ihr die 10 Minuten Pizza jetzt esst, das müsst ihr mal selber schauen. Ihr könnt sie einfach so essen, in Scheiben schneiden wie eine Pizza, zusammenrollen wie ein Wrap oder auch halbieren wie ein Döner. Dabei sind euch keine Grenzen gesetzt. Mir persönlich hat sie auf alle Fälle sehr gut geschmeckt und ich war absolut überrascht, wie schnell alles zuzubereiten ging. Die 10-Minuten-Pizza war mein absolutes Highlight der Woche. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und lasst doch eine Bewertung da. Mit einem Abo könnt ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleiben. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Kevo kocht. Bleibt gesund, bis dahin, euer Kevo.